meiner Großvater hat gestellt kleinen Kasten aus Glas am Grab von meiner Großmutter, hat hineingegeben Fußball, hat geschworen am Grab von meiner Großmutter, gewinnt Jugoslawien einmal großes Fußballturnier, wird holen Autogramme auf Fußball von zwei Lieblingsspielern von meiner Großmutter, Slavko Čičajkovski und Branko Zevec. 1960, Olympische Spiele in Rom, großer Moment für Jugoslawien, Jugoslawien gewinnt Fußballturnier, mein Großvater geht am Grab von meiner Großmutter, nimmt Ball aus kleinen Kasten aus Glas, fahrt mit Ball unter Arm nach Deutschland, haben gearbeitet in Deutschland, Slavko Čičajkovski als Trainer in Köln und Branko Zevec als Spieler in Aachen. Mein Großvater fährt nach Köln, geht nach Training zu Slavko Čičajkovski. Jig! Jugoslav, yeah, Jugoslav! Hvala, Jig! Mein Großvater fährt weiter nach Aachen, weiß, wohin geht Branko Zevec nach Training, geht in Wirtshaus, setzt sich hin zu Branko Zevec. Branko! Jugoslav, yeah, Jugoslav! Hvala, Branko. Branko Zevec ist später geworden Trainer. Prägende Persönlichkeit. Ist gewesen bekannt für hartes Training. Hat genommen vor Training immer handvoller kleiner Steine. Hat ein Spieler laufen müssen für jeden kleinen Stein in Hand. Eine Runde im Fußballstadion. Hart. Hart ist gewesen, wie viel hat getrunken Branko Zevec. Leute sagen, Branko Zevec hat gehabt einmal während Spiel 3,25 Promille. Ist geflogen, Rick von Trainerbank. Trainer Rick von Trainerbank, ausgewechselt von eigener Mannschaft zur Halbzeit gesetzt im Mannschaftsbus. Prägende Persönlichkeit. Hat gegeben prägende Persönlichkeiten als Trainer aus Jugoslawien, ganz Europa, in Österreich, ja. Hat manchmal Branko Zevec nicht mehr erklären können, Taktik. Was sagt Trainer? Taktik, ich spiele Fußball. Ich gerade im Fußball. Ist interessant. In manchen Teilen von Jugoslawien sind Leute zu Fußball Fußball. In anderen Teilen sind Leute zu Fußball noch mehr. In Sprache ist nicht alles Jugoslawien, Jugoslaw, hat mein Großvater immer gesagt. Gewusst mein Großvater. Mein Großvater ist viel gereist. In ganz Jugoslawien. Für die Freiheit im Reisen hat er geliebt den Tito. Ist gereist nach Österreich. Ist gereist nach Deutschland für Autogramme von Čičajkovski und Branko Zevec. Hat immer bekommen, was er wollen hat. Willen musst du haben im Leben. Körper ist Garten, Gärtner ist Wille. Musst du aufpassen, was du pflanzt in deinem Garten. Schlechte Pflanzen machen Wesen. Mein Großvater war Reisender. Mein Vater ist geworden älter. Mein Vater hat gemacht Führerschein. Busfahrer, Reisender. Mein Vater ist aufgewachsen ohne Mutter. Ich bin später aufgewachsen ohne Vater. Und da ist Život. Und so ist das Leben. 1976. Mein Vater ist gefahren mit Autobus nach Split. Hat gespielt Zürcher Schwester gegen Hajduk Split. Ist mein Großvater mitgefahren. Ist gewesen ein Spiel von zwei von den vier großen Clubs in Jugoslawien. Vier große Clubs sind gewesen, Crvena Zvezda, Beograd, Dinamo Zagreb, Partizan Beograd und Hajduk Split. Es ist immer gewesen viel Stimmung, Aufregung. Hat gehabt mein Großvater gern Spiel von den großen Clubs. Ist gewesen in Split so, ist gestanden Auto mit Nummerntafel aus Beograd in Split, ist gelandet Auto im Meer. Hat abgestellt, mein Vater, Autobus am Rand von Split, hat gesagt, nach Spiel treffen wir uns wieder im Café Jugoslawien. Ist gekommen nach Spiel, mein Großvater nicht alleine. Hat gehabt junge Frau im Arm. Schöne Frau. Lange schwarze Haare. Franzen auf der Stirn. Breiter Mund. Wehrlige Ochi. Bjegice. Sommersprossen. Lico bez Bjegice je kao nebo bez Vestice. Hat mein Großvater immer gesagt. Gesicht ohne Sommersprossen ist wie Himmel ohne Sterne.